wandering around the street on some. Willkommen zu einem neuen Vlog, dem Monat Februar. Ich suche gerade ein schönes Plätzchen, wo ich mich mal hinsetzen kann, während ich so ein bisschen erzähle. Es ist gerade so ziemlich kalt hier und ich glaube, ich setze mich da beim Sonnenplatz hin. Ich glaube, da saß ich auch im letzten Vlog am Anfang. Aber hier kann ich zumindest so ein bisschen meine Beine aufwärmen, während ich mit euch quatsche. Aber kann ich euch irgendwo aufstellen? Hier. Okay, ich will eigentlich direkt loslegen mit dem, was ich so erzählen wollte. Und zwar so ein ganz kleiner Mini-Mini-Serien-Talk. Und zwar kam ja jetzt die Serie The Last of Us raus. Und die Gamer unter euch kennen bereits schon das Spiel, das schon relativ alt ist. Ich weiß gar nicht, wie alt. Es gibt auf jeden Fall schon zwei Teile. Und den ersten Teil davon habe ich damals auch bevor ich überhaupt gespielt habe, mir einfach die Zusammenschnitte auf YouTube angeguckt und quasi so als Film mir reingezogen, weil ich da schon gehört habe, dass die Story so total gut sein soll. Und das habe ich mir angeschaut. Ich glaube, 2 Stunden oder so ging da das Video und fand da das schon so richtig, richtig gut. Also kein Wunder, dass man daraus dann eine Serie macht. Und die Folgen, die bis jetzt raus sind, sind einfach so unfassbar gut. Also, ja, so eine gute Adaption. Und ich glaube, in der Vergangenheit gab es nicht so viele gute Spiel- zu Serien- oder Filmadaptionen. Und das ist so jetzt so die große Ausnahme. Also super guter Cast. Ich liebe sowieso Pedro Pascal. Bei Ramsay, wie heißt sie? Die von Game of Thrones eigentlich, war ich erstmal so ein bisschen unsicher, ob ich mir sie als Ellie vorstellen konnte. Also so im Trailer konnte man da irgendwie nicht so viel einschätzen von. Aber jetzt so in den Folgen, die man gesehen hat, ich bin überzeugt. Ich finde, sie passt sehr, sehr gut und hat so diese Attitude. Und ja, super, super krass gut gemacht einfach. Ich bin jedes Mal so, oh mein Gott, richtig gut. Also teilweise halt wirklich so 1:1 wie im Spiel wurde das umgesetzt und teilweise aber auch so kleine Veränderungen, entweder kleine Veränderungen oder Sachen, die dazu erzählt werden, zum Beispiel so ein bisschen mehr die Background-Story, wie das Ganze so angefangen hat. Also das ist der Anfang von der zweiten Episode, den fand ich so gut. Ich hatte irgendwie fast Gänsehaut und fand das so richtig von der Atmosphäre her total krass irgendwie. Und obwohl es so ganz, ganz subtil irgendwie erzählt wurde oder irgendwie rübergebracht wurde, ich fand das so richtig so, oh mein Gott. Ich glaube, es ist halt noch mal mehr irgendwie was anderes, nachdem wir hier aus der Pandemie raus sind irgendwie und da so einen kleinen, ja, ich sag mal Einblick hatten in so einer Sache. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, also die Serie ist einfach so gut. Ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Sowohl für die Leute, die das Spiel schon kennen und dementsprechend die Story schon komplett kennen, als auch die, die davon noch nie zuvor gehört haben. Weil es ist eine gute Story und die Serie bringt nochmal extra was mehr auf den Tisch, also selbst wenn man die Story schon kennt. Und ich glaube, dass sie dann halt komplett den ersten Teil in einer Staffel abhandeln werden und dann den zweiten Teil, also das zweite Spiel, als zweite Staffel realisieren, was halt auch richtig, richtig cool wäre. Also die Story beim zweiten Teil ist auch so gut und ja, es einfach bietet einfach die beste Grundlage für eine Serie. Deswegen richtig cool, dass sie das verfilmt wurde. Ja, ich will mich nicht weiter im Kreis drehen. Ich glaube, ich habe jetzt genug über diese Serie geredet.
So viel dazu. Will ich sonst irgendwas erzählen, jetzt wenn ich sowieso schon hier sitze und bequem bin? Ich habe im letzten Vlog ja erzählt von meiner komischen Blazer-Story, wo ich meinen Blazer auf der Straße verloren habe und zum Glück wiedergefunden habe. Mir ist jetzt wieder sowas Ähnliches passiert. Also, ich habe schon wieder was verloren oder mir wurde es geklaut, ich weiß nicht ganz genau. Aber Johannes und ich waren letztens bei Sophie Bakery. Und habe mich schon voll gefreut auf Morning Buns und hatte schon so mein Portemonnaie ready und da drauf meine Karte, also schon aus dem Cardholder raus auf dem Portemonnaie. So, sind halt angestanden. Da habe ich geordert und dann war ich am Tresen und habe mein Portemonnaie mit meiner Karte drauf hingelegt, weil wir haben relativ viele Sachen bestellt. Dann habe ich so die kleinen Tütchen immer so genommen und hab so in meine Tasche gesteckt und rechts von mir stand Johannes, wie beide sozusagen am Tresen, wo man bezahlt. Und ich habe noch so gesehen, wo ich die Tüten so reingemacht habe, dass meine Karte da so drauf liegt, also Portemonnaie und dann Karte drauf. Bin so am Einpacken und wollte dann bezahlen. Und es waren wirklich so, es war nicht mal eine Minute oder 20 Sekunden vielleicht oder so, wie ich da eingepackt habe oder keine Ahnung. Und plötzlich war die Karte weg und ich war so, hä, wo ist meine Karte? Johannes, hast du meine Karte? Jetzt mach mal bitte keinen Spaß, weil ich hätte aber eigentlich einfach gedacht, dass er mich jetzt veräppeln will und die irgendwie eingesteckt hat oder so. Und er so, nee, ich habe sie wirklich nicht. Und dann war ich, hä? Aber die lag doch eben drauf und dann hatte er erstmal bezahlt und dann habe ich erstmal alles abgesucht, meine ganze Tasche, alle Taschen, die ich an meinem Körper hatte und die Boden natürlich da bei der Bäckerei. Ich sah bestimmt auch erstmal aus wie so eine Bekloppte, die da so rumwühlt. Aber habe diese Karte nirgendwo gefunden und die waren beide so total verwirrt einfach so, hä? Weil er hat ja auch gesehen, dass ich sie dann auch in der Hand hatte und so weiter. Und das ging so schnell und keine Ahnung, wir können uns das irgendwie immer noch nicht erklären. Höchstens so, dass die irgendwie, wo ich die Sachen eingepackt habe, die so runtergefallen ist und dann irgendjemand von den Leuten die eingesteckt hat ganz schnell, aber das ist auch so unwahrscheinlich, weil da relativ viele immer anstehen und irgendjemand hätte das gesehen. Naja, oh, jedenfalls war es auf jeden Fall gut, dass ich meine Karte sofort in meiner App sperren konnte und eine neue beantragen konnte, aber schon wieder so was richtig Komisches einfach. Naja. Also, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es auch nur die Karte war und nicht mein ganzes Portemonnaie, weil das wäre super nervig mit all den Karten und auch wäre ich traurig über das Portemonnaie an sich. Und ja, deswegen hält sich das noch in Grenzen. Plus, die Karte war sowieso nur bis September gültig, deswegen früher oder später hätte ich eh eine neue gebraucht. Aber ja, es war einfach wieder so eine komische Sache. Na gut, das ist jetzt erstmal genug für den Anfang an Geschichten erzählen. Ach ja, ganz kurz noch, weil ich noch gar nichts zu den Haaren, glaube ich, gesagt habe, beziehungsweise nur diesen kleinen Mini-Teaser ganz am Ende vom letzten Video. Aber ja, ich habe jetzt die jetzt einfach so kurz abgeschnitten, die waren ja irgendwie so lang oder so, aber halt schon so ausgefranst irgendwie und ja, wollte ich jetzt einfach so einen drastischen Cut machen. Und ja, ich habe sie einfach selber geschnitten. Ich schneide sie dann meistens so, dass ich die Haare so hinterm Ohr habe. Und dann cutte ich das so, weil ich das dann mag, wenn ich die hinterm Ohr habe, dass es so alles in einer Linie ist. Aber dann sind die auf jeden Fall so, wenn ich die dann von den Ohren raus habe, haben die so eine Schräge. Vielleicht ein bisschen zu extrem. Vielleicht gucke ich mal, ob ich das so ein bisschen kürze noch, weil das manchmal so ein bisschen wie so zwei lange Strähnen aussieht. Aber sonst bin ich ziemlich happy, naja, nicht happy. Ich finde, sie sind immer noch so ein bisschen bla, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Ach ja, Johannes hat mir auf jeden Fall geholfen, die so ein bisschen zu begradigen. Also ich habe halt einfach so die grobe Länge gemacht und dann glätte ich die Haare und kämme die so durch und dann lasse ich ihn das so schneiden, dass das so halbwegs gleichmäßig alles ist. Gerade so hinten, da kann man das halt selber schlecht machen. Und das macht er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, also ich gehe nicht gerne zum Friseur irgendwie seit Jahren.
Ich glaube, das letzte Mal war ich 2020 beim Friseur und ich vermeide es noch so gut es geht und mache das dann lieber selber. Und eigentlich mag ich auch einfach diesen Blank-Cut. Aber ja, vielleicht, wenn die noch mal ein bisschen gewachsen sind, kann man da auch noch mal einen richtigen Schnitt reinbringen. Aber mal gucken. So finde ich es eigentlich auch ganz gut. Ja, so viel dazu. Und wie süß ist dieser flauschige Pullover? Der ist von Inwear. Den finde ich einfach super cute und kuschelig. Der hat auch diesen schönen dicken Kragen. Ja, ich mag das Blau auch irgendwie. Und ja, ein schönes Piece wollte ich nochmal hiermit betonen und nochmal richtig Beachtung schenken. Ich gehe gleich los zu einer Veranstaltung und das ist mein Outfit. Ich hatte Lust auf was Bequemes, also habe ich die Philippa K. Suit Pants an, darunter auf jeden Fall Heattech Leggings, dann Clarks Schuhe, weil es heute schön trocken und sonnig ist, und ein Jersey Sweater von Edited und MS Tuch. Vielleicht ziehe ich das aber nachher aus, aber einfach nur mal, um nochmal extra Bedeckung am Hals zu haben. Und was das Outfit aber interessant macht, ist eigentlich dann die schöne Jacke, die ich gleich anziehe. Und zwar ziehe ich wieder die flauschige Totem-Jacke an. Die hält einfach ultra schön warm. Ich mache die dann gleich noch zu. Dazu einen Agnes Studios Mantel und Tasche, Mantel, Schal. Und dazu eine Tasche von Bottega Veneta, diese Vintage-Tasche und Chanel-Sonnenbrille. Die habe ich letztes Jahr gekauft. Die ist in so einem schönen dunklen Weinrot, was irgendwie dann ganz cool ist als Farbe. Und ja, das ist mein fertiges Outfit. Ich möchte euch mal unsere aktuelle Frühstücksroutine zeigen, weil wir essen momentan immer so Müsli-Joghurt-Gemisch zum Frühstück und haben da so ein bisschen unsere Ernährung umgestellt, weil vorher haben wir echt immer so Brot gegessen, gerne auch irgendwie Toast, Toast mit Nutella oder so und dann irgendwie viel Scheiben. Und wir wollten ja dieses Jahr einfach so ein bisschen gesünder werden. Und ich habe jetzt hier so eine Routine für uns zusammengestellt und das schmeckt uns auf jeden Fall sehr gut und hält uns auch stundenlang satt. Und weil ich das selber auch interessant finde, was so andere Leute in ihrem Müsli machen, dachte ich, es ist vielleicht auch ganz cool, wenn ich euch das auch zeige, was wir momentan so in unserem Müsli machen. Und ja, der erste Schritt ist hier etwas, was ich immer so einen Abend vorher vorbereite. Und zwar mische ich dann hier Haferkleie und zarte Haferflocken mit Hafermilch, damit das so eine schöne breiige Konsistenz hat. Und von der Portion her teilen uns Johannes dann immer so ein Einmachglas, also jeder kriegt eine Hälfte davon. Und ja, ich lege einfach mal los. Dann mache ich für mich gerne noch 2 Löffel Sojajoghurt rein, bei Johannes so ein bisschen mehr. Also generell ist seine Portion einfach nochmal ein kleines bisschen größer als meine. Und dann mache ich noch so ein bisschen Leinöl rein. So, und dann kommt, wie heißt das nochmal, Flohsamenschalen ein. Dann als nächstes kommt für jeden ein halber Apfel rein.
so ein paar Brombeeren. Und dann kommt das ganze Müsli-Zeug. Da habe ich einmal so kernige Haferflocken und Kakaonibs. Dann habe ich hier noch so Buchweizen. Und dann hier so ein Protein-Müsli oder ja, so diese Müsli-Mixe mit Früchten drin, die finde ich ganz gut. Und dann als letztes habe ich hier so Kakao-Soja-Puffs von Koro. Die finde ich super gut. Das sind so welche, die haben auf 100 Gramm 77 Gramm Protein und voll wenig Kalorien. Also ziemlich krasse Proteinquelle irgendwie fürs Müsli. Ich bin ja auch nicht so ein Fan von so Proteinpulvern, weil die schmecken meistens ziemlich komisch. Also ich hatte mal eins, was voll nach Play-Doh gerochen und auch gefühlt geschmeckt hat. Also das mag ich irgendwie überhaupt nicht. Und ja, die sind aber voll gut. Die haben jetzt nicht so viel Geschmack, also sind jetzt nicht irgendwie süß oder so. Aber ich finde, lieber nehme ich das dann als irgendwie so ein Pulver. So und fertig ist meine Müsli-Schale, beziehungsweise so, ja, so gemischt mit Joghurt und Apfel. Und normalerweise zermansche ich dann die Brombeeren, damit das alles ja, so schön verteilt ist vom Geschmack her. Und ja, das essen wir momentan sehr, sehr gerne. Ja, ich finde es sehr, sehr lecker. Und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was so, ob da irgendwie noch so ein essentielles Ding fehlt, was ihr voll gerne in euer Müsli macht. Vielleicht gibt es da noch irgendwie so irgendwas Spannendes. Ich habe zum Beispiel dieses Buchweizen bei Desi mal gegessen und fand das irgendwie ganz cool, so ein bisschen als Crunch und habe das deswegen mit rein integriert. Und ja, vielleicht gibt es da ja irgendwelche leckeren Ideen, die ihr noch so habt. Und ja, das war es dann erstmal. Also wie gesagt, ich bereite dann diese Haferflockenmischung dann hier in diesen kleinen Behältern vor. Immer zwei Portionen in einem Glas. Und dann haben wir hier aber auch zwei von diesen IKEA-Behältern. Und hier kann ich dann die ganze Mischung schon vorbereiten. Also schon dieses Haferkleid, zarte Haferflocken, Hafermilchgemisch und schon mit Joghurt gemischt und schon die Apfelstücke rein und dann ganz oben halt die Schicht mit den Müsli-Sachen und mit dem, was am wenigsten eingeweicht werden soll, ganz oben dann. Und dann hat man halt schon eine komplette Portion hier so vorbereitet und muss dann am Morgen nichts mehr machen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und diese Behälter hier sind von Muji. Die habe ich euch mal in meinem Organisationsvideo gezeigt. Die finde ich sehr cool, weil die aus so einem ziemlich bruchsicheren Glas sind. Und ja, man muss eigentlich schon so ein bisschen wissen, wo was steht, weil das halt hier nicht durchsichtig ist. Aber wir können halt auch von der Seite ganz gut sehen. Und das finde ich eigentlich total in Ordnung. Und ich finde das halt, das Format halt ziemlich gut bei denen. Davon gibt es dann auch so kleine Varianten oder welche, die halb so groß sind wie die. Aber für so Müsli-Sachen finde ich, ist das schon die beste Größe. Ja. Johannes und ich wollen zu IKEA und ich dachte, ich zeige euch vorher noch mein Outfit. Ich habe heute mal diese Cord Cappy an und ja, den Rest zeige ich euch mal im Spiegel. Also wie gesagt, Cappy aus so einem grünen Cordstoff von Gola und dazu trage ich darunter erstmal einen Arket-Kaschmir-Pullover mit Rollkragen, damit das hier schön bedeckt ist und dann meinen Loewe-Mantel. Irgendwie habe ich da Flecken im Spiegel. Naja. Ja, mein Kuschelmantel
Und dann eine lockere Jeans von Weekday, meine Chucks und dann diesen Shopper von Celine, der uralt ist. Also der ist noch von Old Celine, aber den gibt es auch vom Modell her auch aktuell von Celine jetzt. Und ich glaube, das ist die normale Größe, die man so findet. Ich werde euch das mal in der Infobox verlinken. In der Farbe Taupe habe ich den. Und zu dieser Tasche kriege ich wirklich immer so die meisten Nachrichten, habe ich das Gefühl. Aber es ist halt echt eine gute Everyday-Bag oder so, wenn man halt irgendwie viele Sachen tragen möchte. Nehme die gerne so zum Einkaufen oder so oder eben, wenn wir zu IKEA wollen. Und ja, das ist mein Outfit. Meterware. 25 Meter, nicht 2,5 Meter. So Leute, und ich zeige euch mal unsere IKEA-Ausbeute. Das Kernstück von unserem Einkauf sind diese zwei fetten Rollen Stoff. Die haben wir aus der IKEA-Meterwarenabteilung geholt. Und da hatten wir auch eine ganz kleine lustige Situation, wo wir diese Zentimeteranzahl nicht richtig in Meter umrechnen konnten. Leicht peinlich war. Vor allem für irgendwie zwei Leute, die irgendwie das halbe Studium Mathe hatten, aber Zentimeter nicht in Meter umrechnen können. Okay. Das hat uns auf jeden Fall den ganzen Abend noch amüsiert. Aber okay, wie dem auch sei, wir haben uns hier so zwei Rollen geholt an Stoff. Und bevor ich hier jetzt weiter erzähle, sage ich euch erstmal, wofür wir das überhaupt, was wir überhaupt vorhaben. Und zwar will ich schon seit 100 Millionen Jahren hier einen Vorhang hinmachen, der von der Decke bis zum Boden geht, über diese ganze Seite und bis hierhin, damit das einfach schön bedeckt wird, weil mir gehen diese Türen furchtbar auf die Nerven, weil manchmal verselbstständigen sie sich und gehen einfach auf und die sind einfach dieses Unregelmäßige, das gefällt mir gar nicht. Plus, wir wollen einfach diesen Stauraum hier oben ausnutzen, ohne irgendwie jetzt nochmal ein extra Schrankkonstruktionsding darauf zu bauen. Das ist einfach die einfachste Möglichkeit, um dann noch Stauraum zu gewinnen, den man dann nicht sieht. Und ja, wir haben aber fast 3,60 Meter hohe Decken. Und da ist es natürlich schwierig mit normalen Vorhängen, die es nicht in dieser Länge gibt. Einfach nirgends. Und auch im Internet, wenn man sich Vorhänge schneidern lässt, ist es unfassbar teuer. Und deswegen haben wir hier jetzt die Meterware geholt von IKEA für 6 € pro Meter. Und diesen Stoff finde ich auch sehr gut. Also es war genauso, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ja, also wir haben hier 50 Meter. Ausgerechnet brauchen wir aber nur 43 Meter und ein bisschen. Aber ja, die restlichen Meter kann man auf jeden Fall auch für andere Stellen in der Wohnung verwenden. Dann natürlich hier diese Vorhangsschienen mit so einer Ecke. Dann natürlich hier diese Halterungen, weiß nicht mehr, wie die heißen. Davon habe ich jetzt erstmal 4 Packungen mitgenommen. Ich hoffe, das reicht. Mal gucken. Und dann hier diese Dinger, die ich sofort wieder umtauschen muss, weil es die falschen sind. Das ist jetzt irgendwie so Klettverschluss. Und da habe ich halt nicht richtig hingeguckt. Ich dachte, es wären diese Saumbänder, aber sind sie nicht. Das sind irgendwie Klettverschlusssachen oder so. Aber ich brauchte diese Saumbänder zum Aufbügeln. Vor allem hätte ich von den Saumbändern nur 3 Packungen oder so gebraucht. Weil mir wurde empfohlen von jemand, der sich auch so Vorhänge hat machen lassen, die erstmal so komplett anzubringen mit so ein bisschen Überschuss und dann im aufgehangenen Zustand das so abzugleichen oder keine Ahnung, anzugleichen, weil das überall einfach eine unterschiedliche Höhe haben könnte im Altbau und dann will man das lieber so im hängenden Zustand machen und da benutze ich dann diese Saumbänder. Das heißt, ich kann das dann einfach abmessen und dann abschneiden und mit dem Saumband einfach ja, das anbügeln. Oh Gott, das ist richtig schlecht erklärt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dann für oben, für die Halterung, habe ich dann halt diese Dinger hier.
Faltenbänder heißen die, wo man dann halt die Haken dran macht. Und die müssen dann dran genäht werden. So, und da war dann meine Überlegung, okay, lasse ich das machen, bringe ich das alles zu so einer Erinnerungsschneiderei und lasse diese hier so anbringen. Aber ja, ich habe auch eine Freundin gefragt, die das unter anderem hat machen lassen. Und ich fand das irgendwie so super teuer für das, was es ist. Und dann muss ich den Stress haben, irgendwie die Sachen dahin zu bringen, die fast 50 Meter. Und dachte so, nee, irgendwie ist es doch voll blöd. Irgendwie nur für so basically gerade Linien, die man da nehmen muss. Und ja, da ich in Zukunft wahrscheinlich noch mehr irgendwie so Sachen machen möchte oder auch generell auch mal so Hosen kürzen muss und solange es nicht irgendwie super komplizierte Sachen sind, dachte ich mir, es macht mehr Sinn, sich eine Nähmaschine zu besorgen. Wir hatten eigentlich auch eine ganz, ganz, ganz alte Nähmaschine, aber ich glaube, die war kaputt. Ich weiß nicht mehr. Ich habe sie jedenfalls nicht mehr gefunden im Keller. Und deswegen habe ich jetzt eine neue gekauft. Die hier war bei Otto auch im Angebot und die hatte gute Reviews. Und ja, soll irgendwie anfängerfreundlich sein. Aber ich denke, dass es auch eine gute Wahl ist für auf lange Sicht. Da der Preis war gut und es gibt dazu Tutorials auf YouTube, wo ganz penibel erklärt wird, wie man den Faden da so rein, wie man den Faden hier so reinmachen muss und so weiter. Und ja, daran werde ich mich dann versuchen. Das ist mein Plan und mal sehen, diese Woche werde ich es auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Nächste Woche vielleicht, aber ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie das ganze Projekt dann vonstatten geht. Ich habe eine Bestellung bei The English Tea Shop gemacht, weil ich da ein paar Sachen haben wollte, die ich nur online gefunden habe. Und das war dann ein Shop, wo irgendwie, wo es da mehrere Sachen gibt. Und ja, dann habe ich einfach ein paar verschiedene Sachen bestellt, auch um einen Mindestbestellwert zu erreichen. Und ich dachte, ich zeige euch das mal, was ich da so bestellt habe. Also einmal wollte ich unbedingt Clotted Cream bestellen, damit ich das so mal schon mal parat habe, weil ich ja gerne so einen Brunch organisiere und ich habe schon mal in der Vergangenheit Scones gemacht, die richtig lecker geworden sind und da hatte ich aber keinen Clotted Cream, weil der Laden, wo ich das holen wollte, hatte dann irgendwie komische Öffnungszeiten und bla und deswegen habe ich mir jetzt das hier bestellt zweimal, damit ich das direkt auf Vorrat habe und parat habe. Hier ist meine Bestellkiste. Dann die zwei Teesorten, die ich auch nur online gefunden habe und deswegen ja, online bestellt habe, sind einmal von Twinings Sleep, das mit Spiced Apple and Vanilla with Chamomile and Passion Flowers. Diese Sleep-Reihe wurde mir von jemandem empfohlen, die darauf schwört, also sie sagt, dass ihr Freund zum Beispiel Einschlafprobleme hatte, damit dann irgendwie richtig gut einschlafen konnte. Ich bin gespannt. Und da habe ich halt diese Sorte geholt und dann noch Sleep Valerian and Orange Blossom with Passion Flower. Mal gucken. Ich wusste jetzt irgendwie nicht, ob sie eine bestimmte Sorte meinte. Deswegen habe ich jetzt mal beide bestellt. Und Classic English Breakfast. English Breakfast ist ja mein Lieblingstee bzw. mein Go-To-Tee, wenn ich dann irgendwie draußen bin und andere bestellen Kaffee und ich bestelle dann halt mein English Breakfast mit Hafermilch. Das ist dann halt mein Kaffeeersatz, weil ich eben keinen Kaffee trinke. Und ja, English Breakfast schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. Twinings hatte ich tatsächlich noch nie. Ich hole sonst immer das, wie heißt denn die Marke, die mit dieser Teekanne im Logo. Und das ist die English Breakfast Sorte ist da immer so rot. Ja, die hole ich dann meistens. Aber ja, dann probiere ich das mal aus. Weil wir schon dabei waren, habe ich dann auch gleich diese Packung hier gekauft. Das ist die Strong English Breakfast Variante. Die gab es nur in so einer Riesenpackung. Und mal gucken, da bin ich auch sehr gespannt.
klingt eigentlich ganz gut. Und ja, dann ist mir noch eine Sache übrig. Und die habe ich bestellt, um halt irgendwie, ich glaube, so einen Mindestbestellwert zu erreichen, damit Versandkosten frei sind oder irgendwie sowas. Und da habe ich hier so eine Orangenmarmelade mitgenommen. Die hatten eigentlich eine andere, die ich lieber gehabt hätte, aber die war out of stock. Und das ist jetzt Orange with Malt Whiskey. Mal gucken. Könnte eigentlich auch ganz cool sein, wenn ich dann Scones mache mit Clotted Cream und dann halt einfach das als Marmeladenoption. Finde ich ganz cool. Und ja, das war meine kleine English Tea Shop Bestellung. Okay, Freunde, es ist Zeit, um über Hogwarts Legacy zu sprechen. Dafür mache ich es mir jetzt hier mal bequem. Also ich will so wie eine kleine Review dazu abgeben, ohne dass ich mir vorher unglaublich viel Gedanken darüber gemacht habe. Also es wird vielleicht ein bisschen unstrukturiert. Aber okay, also es sind jetzt fast 4 Wochen nach dem Launch. Und ich hatte den Early Access, weil das hat irgendwie nur 5 € mehr gekostet. Und ich wollte einfach alles haben. Früheren Zugang und auch diese Battle Arena. Und ja, gib mir einfach alles. Also, ich habe das Spiel überwiegend alleine gespielt, weil das ist nicht so, Harry Potter und so ist nicht so Johannes sein Thema. Deswegen ist er da so nicht so dabei, das interessiert ihn nicht so stark und deswegen spiele ich das hauptsächlich alleine oder mit meiner Freundin Alice, die in meiner Nähe wohnt und die dann halt gerne hier vorbeikommt und dann einfach mit mir spielt, beziehungsweise ich spiele und sie guckt zu und das macht auch nochmal extra viel Spaß, weil du dann einfach jemand anderes hast, der das Ganze so wertschätzt und auch so, dann sind wir beide hier auf der Couch und sind so, wow, und keine Ahnung, sie können das einfach so zu zweit genießen und sie fiebert zum Beispiel dann auch richtig doll mit, wenn ich irgendwie gegen so einen Endboss kämpfe oder irgendwas oder wenn irgendwas überraschend ist und oder wie uns zum Erschrecken bringt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Für Harry Potter Fans auf jeden Fall a must und es ist wirklich Fanserving, also man merkt, die Macher, die an dem Spiel gearbeitet haben, sind auf jeden Fall sehr, sehr tief in der Materie drin, sowohl im Buch als auch im Film, in der Filmhinsicht, weil man voll viele Sachen einfach wiedererkennt, die man so im Film dann halt auch gesehen hat. Oder es sind Details drin, die so im Buch irgendwie erwähnt wurden. Und das ist einfach so wirklich ein Traum, der wahr wird für alle Harry Potter Fans, sich dann selbst in dieser Welt zu bewegen. Es ist einfach super, super cool, das so als Open World zu haben. Da gab es ja relativ viel
wie sagt man, es war so ein bisschen umstritten, dieses Spiel, einfach wegen der, weil Harry Potter einfach ein Universe ist, was von J.K. Rowling erschaffen wurde und das eine Person ist, die man nicht weiter unterstützen möchte. Aber da betrachte ich einfach, also man, ich sehe das jedenfalls so, dass ich mir diese ganze Harry Potter-Welt nicht wegen ihr nehmen lassen möchte. Und gerade an diesem Spiel merkt man, dass das Spiel irgendwie rein inhaltlich gar nichts mehr mit ihr zu tun hat. Vor allem ist es auch irgendwie fast schon witzig und fast schon in your face für sie, dass zum Beispiel einer der wichtigen Side-Characters transgender ist und auch so ist auch relativ divers irgendwie vom Cast her. Also da haben sich die Leute, glaube ich, schon relativ viele Gedanken gemacht, auch dass man irgendwie dass die Stimmen und so nicht irgendwie geschlechtsgebunden sind und man da relativ viele Optionen hat. Und ja, das fand ich irgendwie schon irgendwie ganz cool. Und naja, ich soll ja eigentlich ein bisschen über das Spiel erzählen, weil mir haben voll viele auf Instagram geschrieben, lohnt sich das Spiel, wie ist es so? Und ja, also ich finde, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall, weil man unglaublich viele Spielstunden da rausbekommt. Also ich glaube, ich bin jemand, der schon teilweise relativ schnell ist, aber dann doch auch wiederum alles machen möchte. Und ich denke, ich werde so bestimmt auf 70 Spielstunden kommen. Und ich finde, das ist bei einem Preis von 75 bis 80 Euro, was so momentan einfach der Standard ist bei Spielen. Also viel günstiger sind sie heutzutage einfach nicht mehr. Finde ich das voll okay, während es ja auch andere Spiele in dem gleichen Preissegment gibt, die vielleicht nur 20 Spielstunden dauern. Und man bekommt einfach so viel. Man bekommt eine schöne Story, mehrere kleine schöne Stories, wobei ich nicht bei allen, bei ein paar Sachen hätte ich es gerne mehr noch explored, aber okay. Aber es ist eine coole Story und die Welt. Oh mein Gott, die Welt ist einfach so der Knaller. Also allein Hogwarts, wo man sich krass drin verlaufen kann, ist so krass gut gemacht und so detailreich. My constitutional, one can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. Und macht einfach so viel Spaß, sich darin zu bewegen und dann auch die Welt drumherum. Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Und ach, einfach so genial und so gut und Spielmechanismen machen auch Spaß. Also das Kämpfen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, um irgendwie so reinzukommen, um da irgendwie so gut zu reagieren. Aber es ging dann. Und mit dem Besen rumfliegen macht auch super viel Spaß. Und finde ich auch sehr, sehr gut. Nicht so wie bei, keine Ahnung, GTA oder so, wo man einen Helikopter fliegt und einfach nur crasht. Zumindest war das bei mir immer so. Ja, also das ist super gut. Und ja, also ich fand es, alles in allem hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt nur ein paar Sachen, die ziemlich nervig und frustrierend sein können. Und bei mir gab es zwei Situationen. Einmal, also das Thema Bugs. Und es kann relativ fatal sein bei diesem Spiel, leider Gottes. Also sie sind, glaube ich, echt immer noch immer wieder am Patchen. Und wenn man das vermeiden möchte, sollte man das Spiel vielleicht noch ein bisschen später erst spielen. Oder halt ein bisschen vorsichtig sein und immer wieder speichern. Und zwar gibt es halt zum Beispiel, bei mir war das so, in einer Quest, wo man diese Monde von diesen Demiguises sammeln muss. Wenn man die Quest dann abgegeben hat oder so zwischendrin abgegeben hat, hat sich das nicht aktualisiert, der Stand. Man muss irgendwie eine bestimmte Anzahl von Monden finden.
Und das habe ich irgendwie nicht zwischendrin gecheckt, dass sich das aktualisiert, und habe es dann viel später gemerkt, dass das verbuggt ist und ich den Menschen dann nicht mehr ansprechen kann. Und wenn ich ihn anspreche, dass sich einfach nicht verändert. Und ich habe im Grunde 10 Spielstunden verloren, weil ich dann gucken musste, immer weiter zurückgehen musste vom Spielstand her, wo dieser Bug auftritt, beziehungsweise ab wann, also wann das dann wieder funktioniert. Also ja, da habe ich auf jeden Fall 10 Stunden Spielstand verloren und musste so irgendwie eine Hauptquest irgendwie nochmal neu machen, was so ein bisschen nervig war. Und das wird aber, glaube ich, also es gibt auch viele andere, die diesen Bug haben, und ich hoffe, das wird dann irgendwann gefixt. Man kann es aber vermeiden, wenn man halt wirklich darauf achtet und mehrere, also immer schön regelmäßig abspeichert. Und dann ein anderer Bug, der für mich sich bis jetzt noch nicht gelöst hat, ist so Trophy Progress. Ich habe nämlich in dem Spiel jetzt eigentlich alles gemacht und so gut wie alle Trophies, also PlayStation Trophies gesammelt, außer die, wo man bestimmte Quests mit in einem anderen Haus spielen muss. Die fehlen mir noch. Und ansonsten All Collections. Und da, ich habe alle Collection-Sachen gesammelt, aber ich kriege nicht diese Trophäe, weil das irgendwie nicht den Progress richtig updated. Und das hindert mich jetzt momentan noch daran, die Platinum-Trophäe bei PlayStation zu bekommen. Und das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen ärgerlich. Aber da hoffe ich einfach, dass das noch gepatcht wird. Aber ja, das kann schon zu Frustration führen. Ach ja, man kann sich halt sozusagen das Haus aussuchen, in welchem man ist. Und ich habe für meinen Charakter, Ravenclaw genommen. Der kleine Nerd in mir wollte unbedingt zu Ravenclaw. Aber das ist questmäßig vielleicht die langweiligste Wahl gewesen. Ich glaube, Hufflepuff hat so eine kleinere, coolere Sache. Ich will da nicht weiter spoilern oder so, aber ja, aber man muss sowieso, wenn man alle Trophäen erreichen will, alle Häuser einmal durchspielen, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, es sind vielleicht nach 2 Stunden oder so ist es erreicht oder weniger. Aber ja, eigentlich will ich euch noch den Charakter zeigen. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich irgendwie so richtig Footage gefilmt hat, aber ja, ich werde euch das sonst ansonsten hier so nebenbei einblenden. Also ich habe mich als Charakter realisiert und meinen Nachnamen so ein bisschen eingeenglischt. Und dann werde ich noch einen für Johannes erstellen und für so ein anderes Haus. Und dann werde ich, glaube ich, auch Daisy machen. Ach, ich finde das sowieso lustig, wenn man da so sein Avatar so richtig customizen kann. Und Johannes hat mich da auch ein bisschen ausgelacht, so am Anfang, weil ich da relativ viel Zeit investiert. Oh, soll ich dieses Gesicht nehmen oder das oder diese Hautfarbe oder diese und da, welche Haare? Und er so, mein Gott, ich mache das immer so richtig schnell und du machst so 20 Minuten irgendwie nur Avatar aussuchen. Aber ja, mir macht das auf jeden Fall Spaß. Wer das von Sims kennt, da ist auch alleine einfach irgendwie 2 Stunden nur den Sims erstellen. Ja. Naja, ich habe jedenfalls auch große Hoffnung, was die Zukunft von Hogwarts Legacy betrifft. Ich denke auch, dass es sich super krass gut im Verkauf gemacht hat, weil ist eigentlich zu erwarten, weil sowas wie Harry Potter, es gibt einfach so viele Fans, die auf sowas nur gewartet haben. Und das Universum bietet einfach auch so viele Möglichkeiten. Also ich denke, vielleicht gibt es auch irgendwie dann in den nächsten Jahren so Expansionsparks, vielleicht irgendwie sowas mit Quidditch oder so, oder irgendwie Fortsetzungen, vielleicht in den nächsten Schuljahren, vielleicht sogar auch nachdem man den Hogwarts-Abschluss gemacht hat und man kann irgendwie vielleicht so Karrierewege einschlagen. Irgendwie entweder man wird irgendwie so Professor bei Hogwarts oder man wird irgendwie Aura oder so. Ach, da gibt es einfach so viele gute Möglichkeiten, die man da machen kann. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da entwickeln wird. Und ja,
Entschuldigt, wenn das für all diejenigen, die überhaupt nicht in Gaming interessiert sind, jetzt ziemlich langweilig war oder einfach diesen Teil übersprungen haben. Ja, so viel zu Hogwarts Legacy. Schreibt ihr mir gerne in den Kommentaren, was ihr dazu denkt, wie euer Eindruck war, was euer Go-To-Haus ist bei Hogwarts. Und ja, das waren so meine, das war so mein Senf zu dieser Gaming-Geschichte. Und ja, ich glaube, an dieser Stelle würde ich dann auch direkt den Vlog abschließen und beenden. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob jetzt irgendwie überhaupt noch was kommen wird, was ich irgendwie filmen oder erzählen werde. Deswegen, bevor ich das Intro vergesse, mache ich es jetzt. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!